Hallo und willkommen zurück hier bei Franbaum. Wir lesen gerade so ein bisschen in dem Notizbuch von diesem Leon herum und sind eigentlich schon ein Stückchen weitergekommen. Ich mache hier direkt einfach weiter. Ich habe meine Notizen gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Remor aus der fünften Realität. Wenn es eine fünfte Realität gibt, muss es mindestens vier mehr geben. Ich dachte daran, dass Eterster vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Valokas nicht angenommen habe. Remor, wir erinnern uns, es soll dieses große böse Monster Prinz der Dunkelheit sein, sowas in der Richtung. Seit ich die Valokas gesehen habe, sehe ich andauernd dieses drehende Diagramm in meinem Kopf und einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. Ich verstehe die Zeichnung nicht. Es könnten wir sein, irgendwie unsere Wahrnehmung. Und das sind die fünf Realitäten meiner Meinung nach. Aber dass das, was noch kommt, dass das, was war, ich bin mir nicht so sicher. Okay, aber das sieht schön aus. 13. März 1876. Mein Sohn Brian hat mich besucht. Ich erzählte ihm, was ich gesehen habe, aber er wollte es nicht hören und ging. Ich werfe es ihm nicht vor. Ich verstehe, dass die Realität, die ich gesehen habe, für die meisten unsichtbar ist. Ich wünschte, ich würde einen Freund finden, der wie ich ist. Denn mein Sohn, er denkt, ich wäre verrückt. Einsam und ohne Familie, hä? 25. Juli 1876. Mein Körper und Geist verstehen langsam das Muster. Das Leben wird einfach zu kontrollieren, wenn man alle sozialen Zwänge ablegt und nur die Regeln der Realität anwendet, denn sie sind nicht nur Regeln, sondern auch Verhaltensweisen. Chemische Verhaltensweisen, Naturgesetze. Ohne diese Verhaltensweisen, ohne diese Gesetze, würden wir nicht existieren. Manchmal wünschte ich mir, ein Blatt auf dem Boden zu sein, ganz ruhig, während es stirbt. Ich glaube, ich müsste Chemie lernen, um zu verstehen, was er meint. Glaube ich nicht. Okay. 11. November 1876. Letzte Nacht, nach dem Sturm, besuchte eine riesige Kreatur meinen Garten. Für eine Sekunde und verschwand. Ich fand eine seltsame Flasche mit einer rosa Flüssigkeit genau da, wo die Kreatur erschien. Das ist unser Freund hier. Oh, was für ein Wesen kann das sein? Palutas? Ich verstehe den Inhalt der Flasche nicht ganz. Ich habe rote Blutkörperchen und unbekannte Bakterien in ihr gefunden. Die Bakterien scheinen ungewöhnliche Verhaltensweisen in jedem Wesen auszulösen. Oh, geheimnisvolles rosa Wasser. Ich habe etwas in der rosa Flüssigkeit auf eine sterbende Pflanze gegossen und nach ein paar Minuten erblühte sie. Ich schnitt mir den Finger, um die Flüssigkeit an menschlichem Gewebe zu testen. Und der Schnitt verheilte nach ein paar Sekunden. Diese Bakterien scheinen als Blutplättchen und weiße Blutkörperchen zu agieren. Nur sehr viel schneller. Ist er doch nicht der Typ, der ins Wasser gefallen ist? Das war doch der Valokas, schätze ich. Er ist aber nur ein anderer Reisender, so wie wir, wie Fran. Oh ja, 22. November 1876, wir haben die ganze Zeit das gleiche Jahr. Ich träume von tausenden schwarzen Katzen, die mein Haus umgeben. Große, gelbe Augen, die mich anstarren. Wow, ich liebe diese Bilder. Viele Katzen und Farben. Naja, ganz viele Seiten rausgerissen dann. Lebewesen in Eterster sind unterschiedlich. Von Wurzeln bis zu riesigen Insekten. Wurzeln waren zuerst in dieser Realität. Die Insekten kamen später. Ich habe ihre Sprache und ihre Zahlen gelernt. Oh, Eterster. Fühlt sich an, als käme frische Luft aus dem Buch. Er hat das Alphabet aufgeschrieben. Ah. Sind das Buchstaben? Sie klingen komisch. Der große Valokas ist der Beginn der ersten Realität. Chimäre Licht. Oh, ich mag die Maske. Man nennt es ein Schild. So ein bisschen alienhaft hier. Valokas Schild. Die Körperstruktur der Valokas unterscheidet sich von unserer. Sie bestehen aus Photonen und Schallwellen. Sie sind auch männlich und weiblich. Wenn die Jungen ein Alter von ganz vielen Jahren erreichen,
werden sie mit dem Schild gekrönt. Zia, die Erschaffung des großen Valukas, König von den Terster, zweite Realität, Leben. Okay, also Zia ist ja der König. Oh, wunderschöne Wesen, ich liebe sie. 13. Februar 1877. In die Terster zu sein, fühlt sich an, als würde man werden, was man auf der Erde nicht versteht, wo Blätter singen, während sie von den Bäumen fallen, und das Wasser flüstert dir seine Weisheit, während du es trinkst. Pandora, die Erschaffung der fünf Reiche existenzieller Existenz. Free. Befindet sich in der Welt der Menschen. Dritte Realität. Erde, Mars und Jupiter. Bewusstsein, Willensübung. Sind RSND das Ende der Vibration, wenn beide Enden der Gegenteile den gleichen Rang haben? Befindet sich in der dritten und vierten Realität Tod. Gott, das ist dann das, was wir auch immer mit den Pillen sehen, bestimmt. Mabuka ist das Ende des Lichts. Bestimmt die fünfte Realität, da wo dieser Remnas der König der Dunkelheit oder der Prinz der Dunkelheit ist. Wow, viele Köpfe. Diese Kreatur verbirgt bestimmt, was ich nicht lesen kann. Ich hoffe, ich habe es noch lesen können. 23. März 1877. Es wird auch immer unheimlicher hier. Mutter Mabuka lässt mich gehen. Ich habe 15 Tage in Mabukas Hütte verbracht und ich bin müde. Ich muss mich nicht mehr vor dem Schmerz verstecken. Nun ist er Teil von mir. Es fühlt sich an, als ob die Liebe überall und in allem ist. Ich genieße es zu weinen, ich genieße es zu lachen, ich genieße es am Leben zu sein. Wenn dunkle Dinge aus dem Dunkel so dunkel sind, befinden sie einander. Kein Datum angegeben. Ich bereite mich auf die Heimreise vor. Mabuka schickte mich zu den unendlichen Grenzen ihrer Hütte und ich warte auf die Luzifern. Das sind die, die mir begegnet sind. Ich musste mich mit ihnen anfreunden oder genauer einer von ihnen werden. Luzifern sammeln sich in Fäden darum. Sieht es so aus, als würden ihnen Haare wachsen. Das große Gesicht wird hauptsächlich zur Kommunikation und zur Abschreckung von Raubtieren benutzt. Ich hoffe, mein Körper überlebt die Reise. 2. Oktober 1878. Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Es ist eine kreative Kraft und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich. Achso, das ist aber so ein sowas. 1, 2, 3, 4, 5, das sind aber doch wieder die 5 Symbole. Was ist das hier? Die Zeichnung da links sieht aus wie eine Antenne. Ja, das da aber. Hier. Oh nein, jemand hat den Rest des Buches rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Installieren geschehen ist. Einfach so reingefügt. Oh, hier sieht man noch ein paar Seiten an der Karte. Das ist ein bisschen. Kleinigkeit. Wir haben das Buch durch. Und da steht das Alphabet drin. Das ist sehr, sehr nützlich. Wenn wir dann was lesen wollen. Können wir denn was lesen? Ich weiß nicht. Symbole und Farben, die zeigt schon. Können wir nicht mal das. Nee, kann man nur so benutzen. Hier, ich würde mich mal ganz kurz. Das sieht aus wie auch wie so ein. Strichmensch umgekippt und das sieht aus wie eine 7. Mal gucken. Nee, ist was ziemlich. Und auch wenn wir das dann verstehen, ich glaube, das sind Wörter, die können wir noch nicht übersetzen. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Ach, wir sollten eigentlich nach links gehen. Naja. Hallo. Guten Tag, lebendiges Etwas. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Was machst du da? Ich rieche an dieser Blume. Wunderbare Kreation. Wartest du auf jemanden? Ich warte darauf, dass die Zitronen wachsen. Magst du Zitronen? Für meinen Geschmack etwas zu sauer, aber Limonade ist lecker. Ich werde Limonade herstellen, für die Gäste der Bar, weißt du? Wir tun auch noch etwas anderes hinein, damit wir fliegen können. Fliegen? Wow, das möchte ich mal versuchen, klingt toll. Ja, darum warte ich. Das kann man nicht erzwingen. Hey,
Die Bar öffnet im Herbst und ein sehr toller Tänzer wird auftreten. Du solltest unbedingt vorbeikommen. Vielleicht tue ich das. Klingt toll. Danke, tschüss. So, hier im Herbst. Die Bibliothek war, glaube ich, im Winter oder so. Und auch Herbst, aber mal gucken. Oh, wir rennen hier mal weiter rum. Ein müder Baum. Gute Nacht. Das können wir wieder nicht lesen. Da steht mir schon was Wichtiges drauf. Ich frage mich, was das ist. Hier geht es weiter zum Berg hoch. Hm. Wir gehen mal wieder runter. Ich will da noch nicht hochrennen, um ehrlich zu sein. Das sind die Wesen und das ist die Maske und. Oh wow, was seid ihr? Ihr seht aus wie die Feen in meinen Büchern. Das reinste Gefühl aller Gefühle. Das Licht aller Materie. Wir sind Valokas. Oh, ihr seid sehr glänzend und ihr macht mich glücklich. Oh, so glücklich. Sieh, Kreatur. Eins der jungen Valokas wird den Schild bekommen. Ombakma, Pamelko, Ombakran. Hm. Soldaten der Sonne, Kreatur aus der Erde, Frucht aus der Saat, lass das Universum dich mit der Wahrheit erleuchten und sei frei. Hä? Wo geht ihr alle hin? Wir setzen unseren Lebensweg fort. Möge Freiheit mit dir sein, mein Freund. Entschuldigung, kannst du zaubern? Das Universum zaubert schon die ganze Zeit. Du bist selbst voller Magie. Aber ich möchte Dinge wissen und irgendwie habe ich das Gefühl, du weißt alles. Wir sind das Licht, wir sind überall. Nach welchen Antworten suchst du? Ich will wissen, wer meine Eltern getötet hat und warum jagt mich das große Monster. Die Wahrheit kommt zu denen, die suchen. Dein Pfad zur Wahrheit ist gewaltig. Du lebst in einer Welt, die dir den Rücken zukehrt. Du bist zu zart, um der Wahrheit jetzt entgegenzutreten. Uns zu stark, um loszulassen. Aber... Liebe, sei nicht traurig. Wir müssen weiter. Ja, müssen mit einer reichen. Ja, Kätzchen, du hast recht. Unbedingt. Hier ist so große Valokas-Figur, Statue, wie auch immer. Tebel. Oh, das bewegt die Arme des Valokas. Unglaublich. Einfach so hoch machen. Ich glaube, wir haben noch keine... Ja, wie wir das machen müssen, gibt es noch nicht, oder? Hm. Hm. Ich glaube, wir gehen das mal, oder? Boah, was ist das für ein riesiger Valoka. Aber der ist nicht echt. Guck noch mal eben in das Buch. Hier ist es nämlich, das Schild... Ja, genau, wenn sie ganz bei alt sind, dann kriegen sie nämlich ein Schild. Und viel mehr dazu steht nicht. Hier ist nur linke Arm oben, aber das wird uns nicht weiterhelfen. Wir sollten eigentlich nach links gehen, deswegen gehe ich nochmal den ganzen Weg zurück hier. Oh. Hm. Hä? Das Boot würde ich mir gerne ausleihen. Na gut, mehr ist hier gar nicht. Na toll. Hm, umsonst gelaufen. Gut, dann gehen wir halt wieder hoch, wie schon geplant. Vor Ewigkeit. Hm. Nur Bäume und Blumen gibt es hier. Ja, dann gehen wir halt hier hoch. Müsste hier oben nicht der Zauberer sein? Auf dem Berg? Die Bergspitze ist sehr hoch, weil es die Spitze ist. Ich frage mich, wie ein sprechender Berg klingen würde. Ich glaube, das wäre sehr laut, wie ein Erdbeben. Das heißt, wir haben hier jetzt gar nichts? Hm. Weniger gut. Toll, Bergspitze erreicht, aber es bringt uns nicht weiter. Wir haben noch 3 Münzen. Ein blutiges Messer. Wir müssen aber auf jeden Fall ja, die Zeit umstellen. Ich frage mich, was das ist. Was können wir denn da irgendwas noch machen? Mm-mm. Abfackeln.
Nee, machen wir nicht. Wir gehen zurück zum Baum dann. Das erste Mal nach Ewigkeiten, dass ich nicht lesen muss, sondern denken. Mir tut mein Kopf weh. Hey, da ist er wieder. Hallo, machst du da? Darfst du das? Wann gehst du? Tschüss. Na gut. Komische Uhr, wo sind die Zahlen? Auch genauso ein Hebel wie drüben. Nichts. Ja, ich würde voll gerne ein paar. Ihr wisst schon, Hotkeys? Nee, Hotpoints? Ach Gott, ich bin kaputt mittlerweile. Wie funktioniert das? Kann ich aber nicht machen. Die Münzen vielleicht? Das hat auch so ein, weiß nicht, so ein Pfad, so eine Münze. Das ist wirklich sicher nicht. Ich kenne diese Art von Baum. Tante Grace hatte einen zu Hause. Ich glaube, wir gehen doch nochmal hierher. Ich kann bestimmt hier noch irgendwas machen. Boah. Weiß nicht echt. Ich glaube nicht, wofür sie es benutzen. Irgendwie das Gleiche. Es geht immer nur hoch oder runter. Dabei flimmern die Augen so merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie einen geheimen. Naja, so ein geheimes Muster gibt. Oh, hier ist der Pfeil unten. Ich weiß, ich muss mal gucken gehen. Vielleicht hat es ja doch was damit zu tun. Sind bestimmt das gleiche, weil es sind die gleichen Hebel. Oder? Nee, das sind andere. Das sind keine Eicheln drauf, sondern nur solche Stückchen. Das ist doch wieder anders. Jetzt ist das oben. Das ist doch gar nicht. Das ist doch alles wieder anders hier. Ich verstehe es noch nicht so ganz, vor allem irgendwie muss ja der Pfeil irgendwo hin zeigen. Zeigt er danach lang. Komisch. Und wieder rausgehen und wieder reingehen ist wieder anders, richtig? Ja, jetzt zeigt er nach oben. Die beiden Hände sind unten, die beiden sind oben. Irgendwas machen wir da auf jeden Fall falsch. Vielleicht ist die Frage, wo können wir jetzt noch was machen? Das sieht auch sehr verdächtig aus. Ja, ist der Bergkot drin? Oh, die Blume sieht so aus, als würde sie darauf warten zu blühen. Wenn man doch nur die Zeit vorstellen könnte. Und war das so, dass der Zauberer auch nur im Winter kommt? Ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher. Muss es da noch irgendwas geben? Nur das. Hast du eine Goldmünze? Achso, für den. Danke. Ich wäre noch ewig rumgetigert. So. Ich wusste. Wann sollten wir ihm denn eine geben? Achso, er meint ja Zeit das Geld. Och Mann. So, wir haben sogar noch eine. Mehr. Ja, bitte, deine Goldmünze. Was ist? Ich habe keine deiner Uhren repariert. Oh, naja, ich dachte, du wolltest eine Goldmünze für die Reparatur der Uhr. Oh, ja, aber du musst mir erst den Job anbieten, alles klar? Tu es und sei höflich.
Oh, Herr Uhrenmeister, würden Sie meine Uhr reparieren? Für dieses Goldstück und im Namen der Zeit? Ich flehe dich an, nimm mein Angebot an. Natürlich, was für ein unglaubliches Angebot. Sehr leidenschaftlich. Toll, gehen wir zur großen Uhr und reparieren sie. Ah, okay. Ja, sie ist ja schließlich kaputt. Immer schön hinterher dackeln. Sehr gut. Dann so, immer mal zur Not die Katze fragen, ne? Na? Wie läuft's? Hm? Dort ist recht. Die Uhr ist kaputt. Du kannst sie reparieren, nicht? Natürlich, eine Sekunde. Oh Gott, im Winter waren die Monster da. Hm, ja, hm. Ah, da. Was ist? Scheinbar hat jemand Unfug mit dieser Uhr angestellt. Was meinst du? Jemand hat sie kaputt gemacht. Das ist böse. Eine wertlose Uhr kaputt zu machen. Ha! Eine wertlose. Warum würde sie jemand kaputt machen? Kammerlass. Winter. Der Kotrenberg. Die Steine. Viele Gründe. Oh, wovon sprichst du? Ich verstehe nicht. Kammerlass. Die böse Dunkelheit. Sie arbeiten für Remor, den schrecklichen Schwarzen. Und Kammerlass sind die einzigen, die in diesem Land, die in dieses Land dürfen. Das einzig Böse hier. Das würde mich nicht überraschen. Remor will die Steine. Aber was ich nicht verstehe... Aus welchem Grund? Die Steine sind bedeutungslos für ihn und sein Königreich. Und die Steine sind in der Winterzeit. Ist Remor ein großes schwarzes Monster mit einer Maske? Einer toten Ziege? Maske? Ja. Kennst du ihn? Ja, ich glaube, wegen ihm bin ich in diesem Land. Ich bin ein Mensch, weißt du? Oh, ein Mensch. Jetzt verstehe ich. Ich brauche die Steine. Sie sind mein Weg nach Hause. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Aha. Darum musst du in die Winterzeit und zum Kotrenberg gehen. Ja, genau. Ich muss zu dem großen Zauberer mit dem großen Zauberer reden und mir die Steine ausleihen. Hm. Nun, siehst du da ganz. Ich gebe dir etwas, was es dir leichter macht. Hier. Ach, sehr schön. Danke, echt. Eine Fernbedienung für die Uhr. So kannst du in alle vier Jahreszeiten reisen mit nur einem Knopfdruck. Aber sie ist nur ein Prototyp. Sie funktioniert also vielleicht nicht, wenn du weit weg bist. Und vergiss nicht, Zeit ist eine unendlich geschichtete Realität. Also sei vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Vielen, vielen Dank. Du bist ja nett, Uhrmacher. Bitte, nenn mich Cockwind. Okay, Cockwind. Ich bin übrigens Fran. Wir sehen uns. Tschüss. Da wieder. Cool, jetzt haben wir ein anderes Item bekommen. So. Das sollte jetzt Sommer sein. Es ist mega heiß. Er zupft hier seine Zitronen runter. Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt und ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet alle Zitronen vom Baum. Achso, das ist die Bar da hinten dann. Die Blume blüht sehr langsam. Boah, da sieht echt aus. Fetter Bodyguard hier, krass. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir bitte dein Ticket zeigen? Hallo, ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich eins? Was? Jeder Bürger Iterstas bekommt ein Ticket. Warum hast du deins nicht? Oh, ich bin kein Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Das ist etwas Neues. Zu neu. Tut mir leid, ich kann dich nicht hineinlassen. Alles klar, verstanden. Aber was kann ich dann tun? Ich möchte so gerne hinein. Ich weiß nicht, das ist noch nie passiert. Ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Danke, tschüss. Oder Stinkerknilch. Was für mich vorher? Man hört so schöne Musik, finde ich. Da rennen sie will er. So, ein bisschen aufgekühlt hier. Natürlich nichts anderes. Moment, was?
Oh, Kätzchen, hast du das gesehen? Hast du? Ja, mein Schatz, ich habe es gesehen. Was war das? Ich glaube, das sind die Schatten. Oh, mein Liebling, ich will sie nicht wiedersehen. Wieder? Ja, Kätzchen, sie waren überall im Krankenhaus. Ich will nach Hause. Wir gehen bald nach Hause, mein Schatz. Kätzchen, kannst du mir etwas versprechen? Dass, was auch immer geschieht, du und ich immer auf einer Seite sind? Natürlich, mein Schatz, das verspreche ich. Super, jetzt müssen wir weitergehen. Oh, krass. Was machen die denn hier? Die haben gebrannt, sind irgendwie abgestürzt. Bah. Ja. Oh. Oh, wer ist das? Oh mein Gott. Wir müssen noch mit ihm reden. Das kann jetzt nicht warten. Palantras, Entschuldigung. Warte, nicht gehen. Oh, nein, es sah echt schlimm aus, Kätzchen. War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es. Er war so verletzt, dass er eine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Die Feder ist schwarz, ne? Palantras Feder, ich hoffe, es geht ihm bald wieder gut. Da ist Blut dran. Oh Gott, na gut. Das hat gerade so eine kleine Szene hier aus Chihiros Reise ins Zauberland, war ja auch so ein schöner weißer Drache, der auf einmal gut verschmiert ankam. Ja, aber davon abgesehen, wir beenden an der Stelle die Folge. Es war sehr interessant, sehr merkwürdig schon wieder. Mal gucken, ob wir jetzt in der nächsten Folge schon in den Winter gehen und vielleicht den Zauberer finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Frainbow.